Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe jetzt weitergespielt und mal ein paar Veränderungen gemacht. Und ich habe jetzt mal das Haus vergrößert nochmal um zwei Plattformen. Wie man sieht. Oh. Okay, der Weg woanders hin. Und habe nochmal, wie schon gesagt, das Haus nochmal vergrößert. Weil das doch sehr klein war. Und jetzt sieht es halt so aus. Alles mit Schränken, mit größeren Schränken. Das sehen, alle einsortiert. Ordentlich. Jetzt kann man auch besser das Ganze finden, wo was ist. Und man hat mehr als genug Platz erstmal für eine ganze Weile. Ich habe nochmal die Schmiede gebaut. Ich glaube, die hat mal letztes Mal, glaube ich, noch nicht gehabt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und die ganzen Werkbänke. Die habe ich jetzt halt so hinplatziert erstmal. Weil das halt so, denke ich mal, von Anfang effektiver ist. So spart man sich noch Platz. Und ja, das ist jetzt der aktuelle Stand. Ich habe jetzt noch mal hier noch mal einen Bogen gemacht, einen neuen. So, jetzt viel einen besseren Bogen. Und haben jetzt, ich glaube, das habe ich schon mal bei der letzten Folge schon mal gezeigt, mit den Eisenwaffen, ne? Mit den Eisenwaffen war ja so gewesen, dass die ja schon bei Rang 2 freigeschaltet werden konnten. Aber irgendwie habe ich die übersehen. Nee, Nicht Eisen, die haben wir ja gemacht, stimmt. Aber die Stahlwaffen, genau, die Stahlwaffen waren es. Die Stahlwaffen konnten wir auf Rang 2 schon machen. Ich habe das aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe es aber irgendwie übersehen, dass es hier Stahlwaffen gibt auch. Und ja, da habe ich jetzt halt nochmal eine Spitzhacke aus Stahl gemacht, um das bessere Material abzubauen. Und wir haben noch 5 Punkte, haben aber schon einiges schon freigeschaltet. Zumindest erstmal im Groben das Wichtigste, würde ich jetzt mal behaupten. Stahl habe ich jetzt auch rausgefunden, wie man Stahl herstellt. Eigentlich gar nicht so schwer, aber man muss erstmal auch rausfinden, wie das geht. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt auch Stahl. Wir haben hier einiges an Material. Hier haben wir Rohstoffe, also Erze. Hier haben wir auch nochmal Erze. Und wie man sieht, ich war auch fleißig an Sammeln und Farmen. Und ja, das ist jetzt halt so der aktuelle Stand. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wie geht man jetzt weiter voran? Natürlich könnte man jetzt Missionen machen, um Sachen freizuschalten und so weiter. Ich kenne ja das Spiel ja noch gar nicht halt, ne? Das habe ich auch schon mal mehrmals erwähnt. Ich spiele das Spiel ja auch komplett blind. Das heißt, ich lasse mich jedes Mal aufs Neue überraschen, was kommt. Und daher weiß ich jetzt auch nicht, wie das genau abläuft, wenn man nah und nah immer mal Mission macht und Quest und so weiter.
Und man tut Sachen freischalten. Also in den anderen Talentbaum, den man jetzt hier nicht sieht. Die Ausrüstungsbaum oder so ist das. Man kann ja wieder zurückfliegen. Es ist natürlich meine Frage, wenn ich wieder zurückfliege und dann wieder hierher komme, ist dann immer noch alles so, wie es ist? Also sprich, sind die ganzen Häuser, Räder, alles, meine Ressourcen, alle noch da? Oder sind die weg? Das wäre so meine Frage. Das wäre schon interessant. Ich hoffe, dass es da bleibt. Weil das wäre ja auch irgendwie schade. Ne? Man baut und macht irgendwie schöne Sachen. Und zum Schluss fliegt man eh wieder weg und dann fängt man wieder bei, in Anführungszeichen, bei Null an, sage ich jetzt mal. Deswegen wäre das schon ganz interessant zu wissen, sind die Sachen da? Aber eigentlich fliegen wir ja nur hin zu unserer Base, also zu unserer Zivilisation, sage ich mal, fliegen wir ja wieder zurück. Holen uns ja die Klamotten oder sowas oder die Gegenstände oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie das genau abläuft. Wie schon gesagt, ich spiele ja das Ganze blind. Und dann fliegen wir ja eigentlich wieder zurück zu unseren Planeten. Also zu Ikaros wieder zurück. So, ich weiß gerade nicht, wie die Map heißt. auf jeden Fall wieder zurück. Und dann müsste ja eigentlich das Gebäude ja rein theoretisch gesehen ja eigentlich noch stehen. Zumindest habe ich, wenn ich das so richtig verstanden habe, bei, wie schon gesagt, das einzige Video, was ich hier angeguckt habe, war vom Beam. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, aber von denen habe ich das einzige Video mir angeguckt. Sonst habe ich mich nicht so wirklich informiert. Auch nochmal vielen, vielen Dank an die ganzen netten Kommentare und auch an den Leuten, die immer mal wieder Tipps reinschreiben und immer mal wieder ein bisschen unterstützen, das Ganze. Ist sehr nett von euch. Ich spiele ja auch extra bewusst. Natürlich weiß ich, wie man auch Google benutzt, ne? Also ist es nicht. Ich kann mich natürlich informieren. Es gibt Dutzende von Videos davon, von Ikaros und Tipps und Guides und alles, ne? Keine Frage, ich kann mich natürlich spoilern lassen, halt, ne? Und mich natürlich informieren und alles, wie was funktioniert und. Ich tue aber halt schon sehr gerne das Spiel halt blind spielen. Aus dem Grund, weil ich einfach selbst gerne Sachen entdecken will, herausfinden will, wo was ist und so. Und deswegen tue ich mich da nicht wirklich irgendwie informieren. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, war jetzt bei Google mir so eine Map zu holen. Da gibt es so eine Webseite, die kennt ihr vielleicht auch, wo man alle möglichen Sachen sehen kann auf der Map, wo was ist. Gerade wegen den Höhlen und sowas ist das sehr praktisch. Ich war jetzt die meiste Zeit hier oben in der Höhle hier farm. Das ist eine Höhle, die von den Entwicklern im Prinzip nie fertig gebaut worden ist beim Release. Das heißt, die ist noch in der Alpha-Version wahrscheinlich noch, so wie sie mal war. Also nur mit Ressourcen und das war's, mehr ist da nicht. Genauso wie die Höhle hier hinten, die ist auch eine Alpha-Version Höhle, sage ich jetzt mal dazu. Das heißt, das sind keine Würmer oder keine Monster oder sonst irgendwas halt, ne? Also keine Gegner. Das ist sehr praktisch, weil man da halt sehr gut farmen kann und die sind halt schon sehr groß und haben wirklich sehr viele Ressourcen. Wir haben hier aber noch ein paar andere Höhlen. Wir haben hier hinten noch eine Höhle, wo wir letztes Mal waren. Ich glaube, hier war die ungefähr. Wir haben hier hinten noch eine Höhle, da waren wir noch nicht. Aber da sind Würmer drin. Das ist aber jetzt nicht das große Problem oder so, ne? Dann hatten wir hier noch eine Höhle. Nee, Quatsch, hier haben wir noch eine Höhle, aber hier irgendwo auch noch. Also wir haben hier wirklich sehr viele Höhlen noch in unserer direkten Umgebung, sage ich mal.
die noch gar nicht abgeschöpft sind, wo noch mehr als genug an Ressourcen da ist. Bei Eisen könnte es schon ein bisschen enger werden, denke ich mal. Eisen ist schon, sage ich mal, eine Ressource, die wirklich sehr viel benutzt wird. Allein schon aus dem Grund, dass wir Stahl herstellen tun damit. Ich weiß nicht, wie das später mit der Zeit noch aussieht in der Zukunft. Wenn wir dann höheres Level sind, weil es gibt ja auch Aluminium-Pfeile. Hier Aluminium-Pfeile gibt es noch, die sind aber jetzt nicht so gut von der Stärke her. Ich glaube, die haben einen besseren Crit, glaube ich nur. Entschuldigung. Ich glaube, die haben einen besseren Crit. Wenn ich mich auch ein bisschen vermüdet mich anhöre, tut mir leid, ich bin noch nicht allzu lange wach. Und deswegen höre ich mich manchmal noch so ein bisschen leicht verpennt an. ja, aber der Content muss gemacht werden halt. Weil es kommen ja noch also einige andere Spiele noch in nächster Zeit noch raus. Und da will ich hier auf jeden Fall richtig vorankommen hier noch. Bevor die rauskommen. Ja, deswegen. So, also. Wir haben hier Aluminiumpfeile. Kaltpfeile. Die sind aus Kaltstahlbaren. Kaltstahlbaren. Keine Ahnung. Hört sich schon wieder an, dass da auch mit Stahl drin ist, wahrscheinlich. Mit einer Vermischung mit anderen Ressourcen oder Erzen. Wie man da noch rankommt, weiß ich gerade noch nicht, aber das werden wir, denke ich mal, auch noch rausfinden. Carbonfasern, also Carbonpfeile gibt es noch. Sind auch nicht schlecht, aber der Schaden steigt jetzt nicht so dramatisch hoch wie bei den anderen. Also ich tue ja immer noch mit Knochenpfeilen arbeiten. Knochenpfeile waren. Das sind Stahlpfeile. Hier. Nee, Eisen. Sind die Knochenpfeile hier gewesen? Ich glaube, hier sind die, ne? Knochenpfeile. Die haben zwischen 54 und 60. Und 10% kritischer Schaden. Sind natürlich schon wesentlich schwächer. Und die Eisenpfeile hätten 81 bis 90 Projektilschaden. Haben aber keinen Crit-Schaden. Der fällt komplett weg. Was schon ein bisschen komisch ist. Hm. Dann haben wir noch Obsidian. Ne, das sind Bolzen. Das hat nichts mit Pfeilen zu tun. Deswegen ist halt natürlich auch immer die Frage, sollte man nur mit Pfeilen arbeiten oder auch mit Speeren? Aber wenn ich so gucke, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Speere, natürlich die Speere sind halt vor allem für den Nahkampf oder sind generell für den Nahkampf, haben, denke ich mal, auch einen Vorteil in manchen Ecken und Kanten, sag ich mal. Aber von Schaden her sind sie jetzt nicht so Bombe, ne? Hier, Obsidian. Nahkampfschaden, Schießen. Ja, wenn man sie natürlich schmeißen tut, ne? Stahlspeer. 58 zu 8, 65. Crit-Schaden. Der Crit-Schaden ist halt ein bisschen höher. Aber ansonsten machen sie jetzt nicht wirklich Bombenschaden. Der Vorteil wiederum, man hat ein Schild. Das ist, denke ich mal, der Vorteil, wenn man beides hat. Dann kann man so die Taktik machen mit Sparta, sage ich jetzt mal. Die Spartaner haben ja auch mit Schild und Speer gekämpft damals. Ja, das ist halt so. So eine Sache halt, ne, mit den Pfeilen.
Dann, ich glaube, sonst, wie schon gesagt, es gibt noch die Kaltpfeile und Aluminiumpfeile. Aber die machen jetzt von Schaden her nicht so brutals viel an Schaden. Stahlpfeile 67 zu 75. Ja. Natürlich trägt man einige Pfeile wieder zurück. Manche gehen kaputt. Ja, ist halt immer die Frage, was für Pfeile sind wirklich gut. Dafür braucht man halt auch weniger Pfeile vielleicht, ne? Ja. Aber wie ich schon gesagt, im Moment nehme ich halt die Knochenpfeile noch, weil die sind einfach leicht zu besorgen, das Material. Man vertut da noch nicht irgendwie großartig was verschwenden. Das ist schon eigentlich effektiv, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, wie es mit Rang 4 aussieht dann. Gibt es da nochmal andere Pfeile? Mal ganz kurz schauen. Da habe ich bisher noch nie reingeschaut. Armbrust. Komposten, Komposti, Pfeile. 90 bis 100 haben die. Aha. Ja. Das sind anscheinend die letzten Pfeile, die man so machen kann. Die haben schon ganz guten Crit-Schaden. Projektile gehen selten kaputt. 5% ist wirklich sehr selten. Das heißt, man kann die eigentlich, wenn man gut zielen tut, kriegt man eigentlich fast zu 100% oder zu 95% kriegt man eigentlich seine Pfeile wieder zurück. Was schon enorm gut ist. Da hat man eigentlich kaum einen Verlust. Ja, wie schon gesagt, ich habe das Gefühl im Moment halt, dass Eisen gerade wirklich am meisten verschlungen wird ohne Ende. Aber wie schon gesagt, es kann sich auch mit der Zeit sich vielleicht nochmal ändern. Aber dadurch, dass Eisen auch für den Stahl gebraucht wird und anscheinend ist der Stahl, braucht man wahrscheinlich doch sehr häufig, heißt das natürlich auch wiederum, dass wir einen hohen Stahl und somit auch einen hohen Eisenverbrauch haben. Und da ist halt immer so eine Sache mit Sparen halt, ne? Wo tut man ein bisschen Ressourcen sparen? Ich habe immer Angst, dass ich irgendwann mal dastehe und irgendwie nur noch kilometerweite Strecken laufen muss, hier über die halbe Map, sage ich jetzt mal. Um an Höhlen ranzukommen, wo da noch Ressourcen sind halt, ne? Ich glaube, also meine Vermutung ist, ich tue mich da täuschen. Weil wenn man überlegt, wie viele Maps, wie viele Höhlen allein hier in dieser Gegend hier sind, in dieser Ecke hier nur, und die werden noch lange reichen, die werden noch einige Episoden noch reichen. Und wenn man dann noch die Ressourcen hier unten noch mit einberechnet, also sagen wir mal komplett hier alles. Ich glaube, das reicht bestimmt schon ziemlich lange. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Und ja, wie schon gesagt, ich glaube, das reicht schon ziemlich lange. Allein schon die Ressourcen, die hier bei uns hier drin sind. In unserem Gebiet, sage ich jetzt mal. Biom, viel eher gesagt. Hier unten ist ja die Wüste, hier Arktis irgendwo. Hier ist die Savanne oder sowas in der Richtung. Hier ist die andere komische Schneegebiet. Und so. Ich denke mal, das wird schon lange reichen, vermute ich mal. Aber ich bin trotzdem halt immer irgendwie ein Mensch, der halt sparen tut, wo es geht.
Naja, gut. Ja, auf jeden Fall wollte ich halt mal das zeigen, halt, ne, wo ich jetzt gerade aktuell stehe. Mit der Ressource. Ist hier gerade jemand? Nee. Und wie schon gesagt, da hinten soll das Haus hingebaut werden. Ich gehe schon davon aus. Jetzt kommt auch noch der Bär hier angelaufen. Nein, nicht der Wolf. Das wäre schlecht. Klar. So, haben wir den auch erlegt. Na, für die Leute, die sich vielleicht interessieren sollten, weil ich das ja immer aufgezählt habe, wie viel der Punktestand steht mit den Bären zusammen. Es steht, müsste jetzt, wenn ich nicht mich nicht verzählt haben sollte, 11:3. Also wie ihr seht, ich habe jetzt schon in den letzten ganzen Folgen und auch privat, also wo ich nicht aufgenommen habe, einige Bären umgebracht, seit ich rausgefunden habe, dass man mit ihnen auch keilen kann. Weil der halt, wie schon gesagt, ich habe das ja schon mal erwähnt, ne, mit seinem Angriff-Move da, den er da hat. Der macht den ja immer wieder, den gleichen. Und ja, deswegen ist das relativ easy. Um nochmal wieder zurückzukommen. Ich wollte ja hier hinten das Haus hinbauen. Oder die Villa, sage ich jetzt eher. Wie schon gesagt, ich vermute mal schon, dass man sich hochschießt. Dass man dann da wieder zurück zu der Zivilisation ist. Und dann kommt man wieder zurück. Und dann kann man hier weitermachen. Vermute ich schon. Es wäre ja irgendwie Blödsinn, wie schon gesagt, wäre ja irgendwie Blödsinn, wieder komplett bei Null anzufangen. Deswegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass das so ist. Ja, auf jeden Fall mit der Baumission, also wie man das mit einer anfangen, wie wir anfangen und wann wir anfangen, ist halt immer die Frage, was sollte man als erstes machen, macht man erst die Mission, macht man erst dies oder jenes. Einerseits hätte ich wirklich sehr, sehr Lust, beides zu machen, aber ich denke mal, wir müssen mal, ist schön und gut das Haus hier, halt so ein kleines Tiny-Haus, sage ich jetzt mal, dazu zu haben. Aber man will ja schon irgendwie was Richtiges haben. Nicht hier so auf so einem billigen Haus hier wohnen. deswegen werden wir jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall anfangen mit dem Bauen. Wie ich das Ganze mache, weiß ich selbst noch nicht genau, wie es aussehen soll. Da habe ich auch schon mal die ganzen Steine weggekloppt, dass sie nicht im Weg sind. Aber wie schon gesagt, das Haus soll ja hier so die Ecke entlang, hier hinten so, hier so lang gebaut werden. Und das soll ja eine Plattform sein. Deswegen muss ich mal schauen, wie wir das dann bauen. Aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Es werden da auf jeden Fall mehrere Folgen dann kommen, wo wir bauen erstmal relativ viel. Aber das gehört halt auch dazu. Und ja,
Ich würde erstmal sagen, ich mache erstmal an dieser Stelle Schluss. Das war jetzt nur mal so ein kleines To-Date-Video. Bei der nächsten Folge, wie schon gesagt, ich muss mal sehen, halt, dass wir eine Mission machen. Also eine Operation. Quests sind ja die kleinen. Da kann man hier auch, ne, hier zwei verschiedene gibt es. Eine mittlere und eine schwere aktuell. Man bekommt Geld. Man bekommt Geld dafür. Und bei der anderen genauso. Da bekommt man halt auch Geld dafür. Was ist das hier? Okay, die sind schon irgendwie ausgestrichen, aus welchen Gründen auch immer. Fordert Tech. Achso, okay, ja, keine Ahnung. Die sind aber schon ein bisschen, denke ich mal, dauern länger. Denke ich mal. Und, sie sind wahrscheinlich auch schwerer. Vermute ich mal. This is Major. UDA has given Lagos the go-ahead to expand operations. In den Schluchten. They're looking for data on the deserts. If you can get in there, it'll open the place up for scanning, prospecting, and a whole lot else. There's a lot of questions here, and they're paying top dollar for answers. Flussgebiet, okay. Ja. Source is yours. Na gut, Flussgebiet ist jetzt nicht so weit entfernt. Jetzt nicht so weit weg. So, you heard of Sinatai, or you wouldn't be here. One of their bot satellites detected unusual biopatterning in their Xenon. Es hat natürlich die Frage, brauche ich dafür irgendwas? Das kann auch möglich sein, deswegen vielleicht sind die auch deshalb verschlossen. Aufklärung. Eine offene Welt nicht verfügbar. Erfordert Tech Rang 1. Was ist das hier? So, seems the UDA has noticed you. Südgletscher. Told Lagos unit to offer you this one direct. They want Arctic territory opened up. Ja, ist halt natürlich, wie schon gesagt, die Frage halt, brauche ich dafür irgendwelche bestimmten Sachen, die ich noch vielleicht noch gar nicht habe. Halt, ne, es gibt ja hier oben noch hier die Sachen hier. Das ist ein Bohrer. Tiefenbohrer ist das hier auch, aber das hier ist irgendwie ein Radar. Oder hier das hier. Aber ich glaube, das ist nur ein Update für das andere. Und wie es hier aussieht, weiß ich noch nicht. Gibt es nur Wasserrad und ja, wo man Strom wahrscheinlich erzeugen kann. Mit Sonne und Luft. Da bin ich mir halt noch ein bisschen unsicher, aber wir werden es auf jeden Fall auch mal machen. Vielleicht sogar nächste Folge schon oder die übernächste müssen wir mal sehen, wann ich das mache. Bin mir da noch nicht sicher. Naja, auf jeden Fall mache ich erstmal in dieser Folge erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.